Ja, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Demon's Hordes, hier mit dem letzten Boss, würde ich mal behaupten. Was haben wir denn hier? Ist das meine... Nein, das ist nur eine Blutlache. Ja, es hat mich einfach doch noch erwischt und das später, als ich gedacht habe, denn ich bin krank. Tolle Sache, tolle Wurst, ey. Na toll. Ja, aufgewacht mit, ja, Halsschmerzen und Hasse nicht gesehen, aber naja, sei es drum, müssen wir durch. Muss ich vor allem durch. Und ich mache mich menschlich und schaue einfach mal, ob es hier vielleicht jemanden gibt, der mir helfen möchte. Ansonsten probieren wir es halt nochmal menschlich allein. Theoretisch ist es ja möglich, wie wir gesehen haben. Wenn wir jetzt, ja, ein paar, also ein altes Gewürz noch einwerfen, können wir zumindest noch einen Feuersturm machen. Und dann läuft das eigentlich. Warte mal, jetzt probiere ich mal, die so zu machen. Und ich muss den Fernseher leiser stellen, das ist ein bisschen scheiße gerade. Denn der Fernseher ist etwas laut. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jedes Mal in der Aufnahme hört. Kann ich euch gar nicht sagen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die hier irgendwie kriege. Na komm. So ja, definitiv nicht. Okay, den habe ich zumindest so... Scheiße. Wir machen das am günstigsten. Scheiße. Also habe ich gerade Leben dazugekriegt. Ich glaube, das ist der Nebeneffekt davon, wenn ich Menschen töte, ne? Meine ich. Ja. Dass mir das dann kurzzeitig einen Lebensboost gibt. Aber da bin ich mir nicht sicher. Hier, pass auf. Jetzt habe ich ihn getötet. Und jetzt kriege ich ein bisschen mehr Leben dazu, wird aber dennoch was abgezogen. Komische Sache. Naja. Hier ist mein lieber Freund Ichigo nicht mehr. Schade eigentlich. Oh, da ist jemand. Hier kannst du beschwören. Ach, ja. Deine Nachricht? Das ist meine Nachricht? Okay, habe ich die dahin gemacht? Wahrscheinlich mit einem anderen, also mit dem anderen Charakter irgendwie. Das kann sein. Jetzt rasten die Legos wieder aus. Klasse Timing. Es ist Wahnsinn. So, wir schauen mal um die Ecke. Ob hier vielleicht... Nee. Ach, das ist doch kacke. Es ist früh am Morgen, das muss man dazu sagen, denn... Ja gut, sonst sind ja auch nicht so viele, muss man... Ja, ist halt auch so. Ach, scheiße, Mann. Haben wir eigentlich jemals in diesem Teil, ja doch, beim Turmritter, haben wir mit jemandem zusammengespielt? Das war's aber auch, ne? Einmal. Ansonsten, ja, invadiert wurden wir nicht. Wenn ich mich nicht täusche, zumindest nicht von einem menschlichen Spieler. Ja, ansonsten, wie macht man das jetzt am dümmsten? Gehen wir jetzt hier so durch? Ohne Magie, das könnten wir theoretisch machen. Kacke, das... Oh, ich würde gerade sagen, das ging fast ins Auge, aber es ging ins Auge. So, jetzt muss ich was... Oh, scheiße. Das wäre fast knapp gewesen. So, komm mal her. Ich habe nicht so viel Zeit, Kollege. Ah, verdammt. Wenn er jetzt mich trifft, dann bin ich weg. So, komm, trinken, trinken, trinken. Eine Sprungattacke gibt es ja leider nicht. So, so können wir den auch schön mäuchen. Jawohl. Gerade noch so hintergekommen. Ist nicht immer ganz einfach. Hier bin ich auch immer oft invadiert worden. Also wenn ihr euch erinnert, erster Durchlauf mit einem anderen Char bin ich hier oft invadiert worden. Gerade vom Endboss. War nicht so schön. So, geh mal weg hier. So, alle kaputt. Geht mir aus der Sonne, ihr Affen. Ach Gott, ey. Dann müssen wir den ja echt alleine machen. Ich bin krank und es ist früh am Morgen und ich hatte noch keinen Kaffee. Und, das sind alles so Ereignisse, die irgendwie gegen einen Sieg sprechen.
Ja, ich gebe mein Bestes. Aber... Ah, jetzt ist er auch da unten. Ja, toll. Jetzt geht er ganz runter. Schöne Sache hier. So, jetzt bauen wir kaputt. Komm, jawohl. Und schön Vollmondgras immer hier ernten bei ihm. Oder bei denen. Dann haben wir zumindest, wenn wir jetzt nur Neumondgras nehmen, relativ bald dann auch wieder viele, viele Vollmondgräser. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder hier vorbei. Das wird wieder ein Spaß. Ich hätte mir Pfeile kaufen sollen und den Typen da töten müssen. Sollen, dürfen, können. Ne? Das wäre viel besser gewesen. Naja. Stirb halt, Mann. So. Okay, jetzt können wir loslaufen. Jetzt. Und er geht direkt vorbei. Sehr schön. Das ist nicht oft so. Hat mich schon einige Nerven gekostet. Dass der nicht mitspielen wollte irgendwie. So, ist der down? Er dürfte down sein. Obwohl ich für den zweiten nie sehen krieg. Warum auch immer. Komische Sache, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir auch nur hoffen, dass wir auch wieder beim ersten Mal... Oh, da hat es gerade geleckt. Zumindest bei mir. Ich weiß noch nicht, ob das bei euch ähnlich ist. So, jetzt müssen wir genau das richtige Timing abpassen. Beim letzten Mal lief das ja schon ganz gut. So. Und komm. Und laufen. So, ganz schnell laufen. Und ganz schnell laufen. Scheiße. Komm, jawohl. Oh Mann, ey. Alter Vater. Das ist jedes Mal so ein, weiß ich nicht, Drahtseilakt da lang zu laufen. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin ein bisschen nervös. Achso, das Makoto sollten wir mal ablegen kurz. Ring des Diebes haben wir aus. Ring der Regeneration habe ich natürlich. Das liegt wahrscheinlich nicht da. Ja, das lag wahrscheinlich an dem Ring. Nicht, dass ich Leute getötet habe, sondern an dem Ring. Ja, hätte ich selbst mal drauf kommen können. So, gibt's hier noch irgendwie Sachen, die wir ausrüsten könnten? Die uns vielleicht helfen. Kann ich hier eigentlich... Nee, ich kann keinen zweiten Ring ein. Ja, das dachte ich mir fast. Beschleunigt die Ausdauererholung. Reduziert den Feuerschaden. Hätte ich jetzt hier anziehen können, klar. Stellt MP über Zeit her. Ja, wir können es mal versuchen. Also das hat zur Folge, dass ich öfter den Feuersturm einsetzen kann. Und der Feuersturm macht schon derbe Schaden. Birgt natürlich ein Risiko, da ich den Ring des Diebes nicht anhab. Sprich, der Typ erkennt mich leichter, schneller und hast nicht gesehen, ja. Das könnte ein Problem werden. Muss aber nicht. Weiß ich nicht. Müssen wir sehen. Ich hatte ihn ja bisher immer bei Bossen an. Und es war auch immer sehr hilfreich. Immer diese Degus, ey. Gibt's nicht. Alles klar, So, alter Vater, ey. Die erste Aufnahme direkt mit so einem Endboss anzufangen, am heutigen Tag. Das ist schon keine leichte Bürde, würde ich mal behaupten. So, wann kommt denn die Wand da? Da ist sie. Alles klar, wir haben noch 4 F mehr Augensteine. Das ist nicht viel. Vor allem, wenn wir irgendwie das nicht schaffen sollten. So, bitte mal reingehen. Danke. Das ist immer so ganz komisch hier. So, da ist König Aland. Da sind meine Seelen, die ich beim letzten Mal verloren habe. Und da ist dein Tod, mein Freund. Was? Okay. Das war unerwartet, dass er jetzt da irgendwie ausgewichen ist. So, dann trinke ich was. Okay.
Nein. Okay, doch, 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 das hat geholfen. Komm, komm, komm. Komm, trink was, trink was, trink was. Jawohl. Okay. Weg, 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 ja, weg. Okay, das war nicht schlecht. Okay, komm. Wir kriegen das hin, liebe Freunde. Wir kriegen das hin. MP lädt sich auf. Und wir müssen nur auf unsere Gesundheit aufpassen. Im Grunde war's das ja. Und zurück. Okay, jetzt gehen wir lieber mal weg. Denn man kann das nur brechen. Das traue ich mich allerdings nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Scheiße. Okay, einen Feuersturm können wir auch bald nutzen. So, bisschen weiter weg wieder. Können wir uns zumindest heilen. Und den Fehler von gerade eben ein bisschen ausbügeln. So. Na komm. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Nein! Ach, scheiße. Ich habe 50.000 Seelen? Wieso habe ich denn 50.000 Seelen? Hat ja eigentlich heimlich einer gespielt oder so? Ach, scheiße, ey. Ach, Mann. Das sah echt gut aus. Jetzt haben wir natürlich kein altes Gewürz mehr. Das ist ein bisschen doof. Und wir sind nicht mehr menschlich. Langsam muss ich echt handeln. Weil, ich sag mal so, wenn jetzt hier einer auftauchen sollte, während der Tries, der helfen würde, sprich hier irgendwie sein blaues Zeichen hinlegt, dann beschwöre ich den. Auch wenn ich es alleine schaffen könnte, aber die Gefahr, dass die FMR-Augensteine nicht reichen, ist mir da irgendwie zu hoch. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, toll. Das läuft hervorragend. So, machen wir so. Wir laden einfach unsere MP dann wieder auf. Und dann haut das hin. Hoffe ich. Okay. Hier ist nur mein Zeichen. Ja, brauchen wir nicht löschen. Aber sonst ist hier niemand. Ah, da, da, da. Schade, schade, schade. Ich habe natürlich jetzt im Vorraum nicht geschaut. Vor dem Aufzug. Ich weiß nicht, ob man da auch beschwören kann. Das kann ich euch nicht so sagen. Ach Gott, ey. Das ist ja echt ärgerlich. Das war echt ein an sich schöner Try. Also, wir machen echt gut Schaden mit der Waffe. Und das hat da viel... Ja, macht da viel Wett irgendwie. Will ich mal behaupten. So, jetzt habe ich dir es aber gezeigt, mein Freund. So, alter Vater, das war echt ein bisschen knapp. Fast zu knapp für meinen Geschmack, aber es hat funktioniert. Was? Das war ein Phantom. Alter, jagt mir doch am frühen Morgen nicht so einen Schrecken ein. Kann ja echt nicht angehen. So, kommst du runter? Ja. Und ich mach dich direkt fertig. Du kommst nicht mehr zum Angreifen, mein Freund. Kannst du abhaken. Alles klar, das klappt jetzt mittlerweile schon recht souverän. Hauptsache, der Drache ist mir gnädig. Bin ich im Grunde schon zufrieden. So, geh mal weg. Okay, das war knapp. Ich wäre fast runtergefallen. So, das war auch gleich knapp. Scheiße, ja. Es ist sehr risikoreich am heutigen Morgen. Beziehungsweise für euch am heutigen Abend. Vorm mit Gras. Dürfen wir nicht vergessen, ist immer sehr, sehr cool. Die droppen immer so viel Zeug von dem... so viel von dem Zeug. Da will ich das nicht unbedingt beiseite schieben. Oh Mann, ey. Und wir schaffen gerade mal einen Try so richtig. Oh, scheiße, vergessen.
ein Try pro Folge irgendwie so richtig. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Also, dass weil der Weg auch mehr oder minder lang ist. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte hier. Oh! Der hat mich sogar ins Visier genommen, der Affe. Das gibt's ja nicht. So, renn. Mein lieber Freund. So, du gehst vorbei. Das ist sehr schön. Finde ich sehr nett. Diesmal sind wir auch dem Feuerball ausgewichen. Das war auch sehr schön. Alles klar. Ach man, ey. Der Endboss, der bereitet mir echt noch Kopfzerbrechen. So, der lebt noch natürlich da unten. Diesmal habe ich nämlich nicht gewartet. Also, wir brauchen ja nicht unnötig Zeit verschwenden hier. So, hier leckt es dann immer mal ein bisschen. Okay. Hier ist niemand. Also Bior ist ja tot. Den habe ich ja selbst getötet. Aus nicht ganz unfreiwilligen, ja, Stücken, sage ich mal. Aber, ja, da müssen wir durch, ne? So, dann gehen wir mal an den Fuß der Treppe, so. Und machen das genauso wie eben. Und ich hoffe mal einfach, dass das wieder funktioniert. So, komm. Und komm. Renn, Freund. Renn. Einwandfrei. Alter Vater, jedes Mal ein Erlebnis wert. So, hier ist natürlich auch wieder nichts, ne? So, ich guck mal hier ein bisschen rum, so. Einfach nur irgendwelche... Ein schwarzes Phantom erwartet dich. Golem 1980 ist online. Daran seht ihr auch, dass ich online bin. Und ich habe den Jonas mal angenommen. Die Freundschaftsanfrage. Hättest du mir auch sagen können, ja, dass du mir die Freundschaftsanfrage schickst. Ich war jetzt ewig nicht mehr auf der PlayStation online, deswegen... Ich weiß nicht, wie lange du darauf schon gewartet hast. Hättest ja echt mal was sagen können. Mensch. So sind wir ja nicht. Ne? So, ich schaue auf die Uhr und ich sage mal, es ist Zeit. Leider Gottes. In der nächsten Folge werden wir direkt mit einem Try beginnen und schaffen dann vielleicht sogar zwei. Ich gebe mir Mühe. Ich muss es einfach mal noch ein paar Parts machen, denn ich hoffe, dass ich morgen nicht noch kranker bin als heute. Denn, ja, das kann an sich jetzt nur noch bergab gehen. Ich hoffe es. Sunny geht's jetzt mittlerweile wieder besser, aber mir geht's in dem Fall schlechter. Ja, die Krankheit kam 3-4 Tage später bei mir. Doch nicht so ein gutes Immunsystem, wie ich dachte, ne? Alles Kacke. Zur Weihnachts- bzw. zur Winterzeit. Alles scheiße. Naja. Liebe Freunde, bis morgen, 18 Uhr, Let's Play Demon's Souls, dann mit dem Endspurt zu Alland und mal gucken, wie lange das noch dauert. Ja, Demon's Souls geht langsam zu Ende. Ich freue mich, bis morgen.